Na, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir haben Montag, den 5.10.2015. Es ist 19.38 Uhr, ganz genau. Wir blicken auf einen Tag ohne nennenswerte Nachrichten, aber mit nennenswerten Bewegungen. Der DAX hier deutlich im Gewinn. Über 9.860 Punkte kann er hier ansteigen. Ein gutes Plus also damit vorweisen. Der DAX richtet sich da nach den amerikanischen Indizes, ist 1,87% im Gewinn. Den Basiswert, den Sie hier vor sich sehen, das ist der Dow Jones, auch der stark im Gewinn von der Eröffnung aus weg, knappe 2%. Wir machten letztendlich da weiter, wo wir am Freitag aufhörten, nämlich die Non-Farm-Payrolls drückten das Ding nach unten. Dann kam ein enormer Short-Squeeze in dem Moment, wo wir hier das, ich sage mal, Non-Farm-Payrolls-Niveau gebrochen haben, setzte dann ein weiterer Schub ein und dann machte der Markt, wie Costolani jetzt der Altmeister sagen würde, keine Gefangenen mehr. Dann ging es in die kurze seitwärts gerichtete Konsolidierung und danach schoss er im Prinzip eigentlich nur noch nach oben. Es gab keine Gnade mehr und das ist natürlich auch deutlich bullisch. Bullisch waren vor allem auch die anderen Indizes. Wir haben das heute getradet. Hier sehen Sie es einmal im Dow Jones, habe ich Ihnen schon vorbereitet. Von hier unten 16.485 und 16.516 Punkte. Haben wir Long-Position gehalten bis 16.700. Gut, jetzt wieder was liegen lassen, so ist es nun mal. Aber es waren hier 220 bzw. 190 Punkte, also eine unglaublich satte Ausbeute heute. Und dann im DAX hier eingestiegen, also erstmal hier ein Scalp, ich weiß nicht, ob Sie den hier sehen, im Gap Close heute Morgen. Das war hier relativ eng gescalpt. Schön, wenn man durchgehalten hätte. 20 Punkte. Aber als er dann hier diese bullische Flagge getriggert hat, beziehungsweise hier diese Widerstände ausgehebelt hat, haben wir hier dann nochmal Long-Position aufgebaut, in der Korrektur hier auch nochmal gekauft. Naja, und alles in allem muss man sagen, DAX dann insgesamt mit 120, 93 und 43 Punkten im Gewinn geschlossen. Klasse Geschichte halt, hier waren wir kaum im Minus, hier waren wir kaum im Minus und hier waren wir nur etwas im Minus. Also die roten Zonen sind mehr oder weniger die Phasen, wo wir im Minus waren und zu den restlichen Zeiten waren wir da im Gewinn. Also es ist sehr, sehr positiv und zufriedenstellend. Ja, jetzt zum Thema Ausblick. Jetzt sehen wir natürlich extremes Momentum. Die Shorts werden zerdrückt. Wir haben ja eine temporäre Trendwende und wir sind an der Tages-EMA 50. Also ich bin hier weiterhin nicht davon überzeugt, den Markt zu shorten. Wir hatten ja auch gesagt, CAC 40 ist ausgebrochen hier mit der Trendwende. Eurostoxx, da würde ich nochmal kaufen, wenn überhaupt im Fall eines Pullbacks 3.150 Punkte. Ja, wir werden schauen, wie sich das da entwickelt. Im DAX, was soll ich da großartige Prognosen machen? Wir haben jetzt hier aktuell das ganz wichtige 76er Retracement. Sind wir dabei, das anzutesten? Der DAX hier wo ist es? 9.847. Dann auf den Schlusskurs betrachtet, H4 Schlusskurs, muss man auch klar sagen, dieses letzte Tief ist relevant. So, und da ist der DAX jetzt gerade dran. Das ist so mein Ausbruchsniveau, das 76er hat er. Und jetzt werden wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Was für mich von entscheidender Bedeutung war, ich meine, der Dow Jones ist schon weit überkauft. Also das ist schon ein sehr, 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 sehr weit gelaufener DAX. Und jetzt hier nochmal long zu gehen, kann man machen, haben wir auch. Extras, Optionen, Trade Level anzeigen, Go. Ich habe hier den Ausbruch gekauft, etwas weiter gestoppt. Sollte ich über Nacht halten, werde ich einen Hedge einsetzen müssen. Also das Gleiche, was ich jetzt long bin, einfach shorten, damit mich das Gap morgen nicht erwischt, falls es eins gibt. Das zum Ersten, zum Zweiten, man kann es auch enger stoppen, bei 9.845. Aber da würde ich den Stop-Loss erst nachziehen, wenn der DAX über 9.870 geht. Also wenn der DAX über 9.870 ansteigt, ziehe ich den Stop-Loss ganz, ganz eng nach. Wenn da heute keine wirkliche Bewegung mehr reinkommt, nehme ich die Position vielleicht auch so mit, wie sie ist. Alles in allem tragen wir hier ein Risiko von 33 Punkten, das ist alles, oder 30 Punkten, das ist alles akzeptabel. Ich setze hier einfach auf den nächsten Short Squeeze. Untergeordnet ist da vielleicht noch was drin.
Ansonsten muss man ja auch sagen, unabhängig jetzt mal von den Trade-Leveln, sind wir zu weit gelaufen für Long, aber Shorten will ich auch nicht. Daher gehe ich mit dem Trend. Und ja, der Markt ist vor allem hier durchgebrochen mit einem schönen Pullback. Also ich sehe jetzt auch zwangsläufig nicht unbedingt einen Grund, warum er fallen sollte. Es sei denn, es ist der Dow Jones, der jetzt da reagiert oder negativ momentan aktuell ja, sich hier zeigt. Naja, und das war der Knackpunkt. Die 9.792. Da wäre ich morgen erst wieder bereit einzukaufen. Also wenn er da nochmal runterkommen sollte. Naja, 9.785 bis 9.770 Punkten. Ob er jetzt nochmal zieht, das ist halt wirklich ein Scalp dann. Das ist dann eine eng gestoppte Geschichte. Und dann werden wir schauen. Ansonsten also kaufe ich mich frühestens erstmal wieder morgen in die Korrektur hinein. Mehr werden wir dann sehen. Silber, Wochenchart, sehr interessant. Aktuell am wichtigen gleitenden Durchschnitt hier, macht schöne Umkehrsignale. Sollte man auf dem Schirm haben, falls Silber über 18,20 geht. Über 18,20, 18,50 haben wir eine Trendwende. Und ja, die bullischen Ausschläge werden größer und das sieht doch hier ganz gut aus eigentlich. Könnte eine Bodenformation werden, zumindest ist das aus der charttechnischen Sicht ein Anfang. Dann zum Thema Währungen. Der Euro heute unter Druck, so stark der DAX war. Yen natürlich der Tagesverlierer. US-Dollar, Schweizer Franken konnte profitieren, aber der bricht halt nicht aus. Was willst du machen? 0,9840 bin ich bereit. Dann Euro-US-Dollar, keine Tendenz, äußere, kann ich mich nicht so äußern. Hat hier wenig Möglichkeiten, ist nicht wirklich short, ist nicht wirklich long, wenn dann eher short als long, aber auch nicht wirklich in einem Trend. Seitwärtsgeschiebe, wohin man schaut, ist nicht zwangsläufig das, was ich unbedingt haben will. Britisch Pfund US-Dollar wäre möglicherweise hier ein Ausbruchstrade wert. Der qualitativ schlechtere wäre der Long ab 1,5250 US-Dollar pro Britisch Pfund. Gegebenenfalls der Short hier unter 1,5094 US-Dollar-Yen. Bleibt weiterhin bullisch, hat ja hier kurzzeitig die Keilformation verlassen, wurde sofort an den letzten Tiefs gekauft. Und da bleibt weiterhin die Ausbruchssituation über 121,35. Britisch Pfund Cut habe ich mir noch aufgeschrieben. Potenzieller Short Scalp unter 1,9827. Ja, das ist aber nur auf dem M1-Chart. Hier übergeordnet passt das soweit. Und wenn er hier unten drunter brechen sollte, wäre das eine kurzfristige Trading-Möglichkeit. Das war's von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.